Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Jurassic World Evolution, meine lieben Freunde. Im letzten Part sind uns ja unsere Saurier ein bisschen ausgebrochen und wir hatten ja ein bisschen Probleme, das Ganze unter Kontrolle zu bekommen. Das hat sich mittlerweile geklärt, haben wir hinbekommen und jetzt ist unser Ziel, wir arbeiten als nächstes auf den Indominus Rex hin. Und dafür müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir auf 2 Millionen Dollar hochsparen, damit wir uns die Forschung leisten können. Und danach müssen wir wieder Geld ansparen, damit wir uns leisten können, das Gehege von ihm zu bauen. Und danach müssen wir uns Geld wieder sparen, um uns leisten zu können, ihn überhaupt ausbrüten zu können, ja. Also wir haben einiges vor, Leute. Und damit wir das alles geschafft kriegen, müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir den Gewinn unseres Parks wieder auf Normalo bekommen, ja. Im Moment sind wir ja bei 38.000 in der Minute. Das liegt einfach noch daran. Das ist halt quasi die Wirkung davon, dass hier vorhin ein paar Dinosaurier in unserem Park rumspaziert sind, ja. Unsere Besucher, die müssen sich jetzt erstmal wieder so ein bisschen einkriegen. Und wenn die das geschafft haben, dann wird sich auch unser Gewinn wieder normalisieren, ja. Ihr seht schon, der geht jetzt so langsam, aber sicher wieder hoch, ne. Das dauert was. Der Park erholt sich von der schlechten Promo, die er gefahren hat, wegen der Tode, die es gab. Aber in Kürze werden das alle vergessen haben, wie das so nun mal ist. Auch in der gesamten YouTube-Welt, ja. Die Skandale verfliegen auch irgendwann wieder und niemand kann sich mehr dran erinnern. Oder denkt zumindest dran. So. Okay, dann gucken wir mal eben ganz kurz. Wir haben jetzt hier bei den Gebäuden erstmal nicht so viel. Wir können Gebäude-Upgrades noch erforschen, aber die sind sauteuer. Also da würde ich sagen, das sparen wir lieber jetzt wirklich auf den Indominus Rex und danach werden wir die ganzen Genome hier erforschen. Ihr seht das auch selbst, ne. Hier ist richtig, richtig, richtig viel. Also da kann man auf jeden Fall ordentlich noch was rausholen. So, dann kommen unsere Expeditionen auch so langsam wieder. Bringen noch hier ein paar Sachen. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Bringen immer ein paar schöne Sachen mit, ne, die man je nachdem gut gebrauchen kann. So, dann müssen wir die aber direkt wieder losschicken. Das Wichtigste ist immer, dass wir die Expeditionen auf jeden Fall wieder losschicken, weil die bringen guten Gewinn ein. Und ja, unser Park, der fährt auch wieder guten Gewinn ein. Und langsam, aber sicher erholt sich das Ganze dann doch ganz gut. So, wir gucken mal ganz kurz, wie sieht es mit dem Restaurant aus? Okay, das ist auch noch nicht voll bestückt hier mit den Leuten. So, der letzte Raptor, der wird jetzt auch gerade ins Gehege transportiert. Das passt dann schon mal. Dann haben wir das nämlich auch geschafft und wir brauchen jetzt knapp 200.000. Oh, hier ist ein Dino, der hat niedrige Gesundheit. Was ist los bei dir? Okay, wir müssen auf jeden Fall einen Ranger. Kommt auf die Liste. Warum isst und trinkst du nichts, Kollege? Vielleicht sollten wir mal schauen, dass wir hier noch ein paar Futterstationen reinbauen. Zumindest zwei oder drei. Da ist aber schon eine. Produkttransport beendet. So. Ja, nicht, dass er uns stirbt. Eingehende Übertragung. Oh, wir haben die letzte Insel freigeschalten, Leute. Oh, yes. Aber wir müssen erstmal hier die ganzen Missionen machen und die 5-Sterne-Bewertung. Ja? Ah ja, ja, das ist Isla Sorna. Wenn es einen Ort auf der Erde gibt, auf der heutigen Erde, an dem man sich Dinosaurier vorstellen kann. Ja, trink du erstmal. Den lassen wir gleich abschießen, damit er ein bisschen geheilt wird, Leute. Ja, weil das die letzten Weil dann haben wir da keine Probleme mehr. So, und jetzt können wir uns leisten, den Indominus Rex zu forschen. Das werden wir auch direkt machen. Bei der wird richtig krass unseren Park nach oben treiben. Oh, wir sind jetzt schon bei 3 Sternen auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt immer höher. Das ist gut. So, ich hoffe, dass der auch gleich noch eine Ziege frisst. Komm schon, da muss doch irgendwo eine Ziege sein, Kollege. Sonst müssen wir da gleich so eine Fleischfutterstation reinbauen. Ah, okay, die haben den auf jeden Fall erstmal wieder komplett voll geheilt. Anfrage bestätigt. Füge Aufgabe hinzu. So, wir tun jetzt erstmal auf jeden Fall hier alles nachbestücken, ne? Damit hier auf jeden Fall noch ein paar Ziegen rauskommen. So, Kollege. Ja, der hat nur Durst. Sollte klappen, so. Sehr schön. Bei den Fossilien haben wir jetzt auch einiges rausbekommen. Zwar nicht, was wir groß jetzt gebrauchen können zurzeit. Aber das ist erstmal egal. Jetzt erstmal hier alles extrahieren, was geht. So.
Und dann sparen wir jetzt nämlich langsam aber sicher die Kohle an, um uns das Gehege leisten zu können. Ja, das müssen wir auf jeden Fall jetzt anfangen, hier dann zu bauen. Und das wird echt nicht günstig, ihr seht es ja selbst. Weil wir müssen für den Indominus Rex, müssen wir echt ein großes Gehege haben. Bei dem könnt ihr kein zu kleines Gehege bauen, sonst fühlt er sich sehr unwohl. Und der Indominus Rex, ich sag mal so, der hat eine sehr kleine Schwelle, was seine Geduld angeht, ja, bevor er anfängt, sich unwohl zu fühlen und dann nachher ausbrechen will aus seinem Gehege. So, deswegen, das sollten wir auf jeden Fall, oder ich sag mal in keinem Fall, irgendwie anfangen zu provozieren. So. Ja, ist schon zu teuer. Wir haben jetzt kein Geld mehr dafür. Halb so wild. Ich glaube aber, das Gehege wird dicke reichen. Also hier werde ich dann gucken, dass ich das Entwicklungslabor hingesetzt kriege. Hier werde ich dann, je nachdem, so ein Sichtding hinbauen. Und hier so ein Sichtding müssen wir mal schauen. Je nachdem kriegen wir das irgendwie schon dahin. So, wie sieht es hier mit den Dinos aus? Okay, die sind jetzt mittlerweile alle, glaube ich, einigermaßen wieder zufrieden. Eine erstaunliche Kreatur. Hätte die Evolution Zeit gehabt? Nein. So. Wir haben nur ein wenig nachgeholfen. Ich hoffe, dass die ganzen Dilos auch genug zu futtern haben da. Okay, das können wir nochmal verkaufen. Sehr schön, dann können wir uns jetzt zumindest... Sonst bekommen Sie es mit mir zu tun. Können wir uns zumindest schon mal den ganzen Rest hier leisten. Sehr geil. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig nice. Und dann gucken wir mal. 400.000 kostet das. Okay. Müssen wir auf jeden Fall gucken. Extrahieren. Müssen die auf Expedition wieder schicken, wenn die noch nicht alle zurück sind. Genau. Oder besser gesagt, wenn die zurück sind schon. So, und dann extrahieren wir erstmal die ganzen billigen Sachen. Jetzt die etwas teureren. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir wieder ein bisschen Geld ansparen. Ich hoffe, dass wir da relativ schnell alles schon mal zusammenkriegen, damit wir das Gehege hier fertig bauen können für den Indominus Rex. Weil der wird uns auf jeden Fall sehr viel kosten. Da müssen wir lange ansparen. Ich denke mal so 5 bis 6 Mille. Wird er uns kosten, auf jeden Fall. Okay, nice. Wir haben auf jeden Fall schon mal hier richtig gut jetzt was rausbekommen. Da können wir uns einiges leisten, Leute. So. Dann würde ich sagen, dann bauen wir jetzt als erstes erstmal das Entwicklungslabor hier rein, ja? Okay, ich kann das auch nicht groß drehen oder so. So wie das jetzt ist, müssen wir es lassen. So, und dann gucken wir nämlich, dass wir jetzt am Gehege hier einmal das anbringen, genau. Einmal so. Und dann würde ich sagen, wenn wir das noch hinbekommen. Genau. Setzen wir hier noch so einen Turm dran. Perfekt. So. Zack. So, dann kommt hier so ein Umspannwerk hin. Die Zahlen sehen großartig aus. Müssen wir mal schauen, Leute. Ich würde sagen, ja, wenn wir den hinkriegen, dann bauen wir den Turm dahin. Besser gesagt, die Leitung. So, sehr schön. Okay, den Strom haben wir auf jeden Fall zusammen. So, dann müssen wir jetzt gucken. Hier kommen jetzt nämlich die ganzen Erfolgsraten-Upgrades rein. Wir brauchen auf jeden Fall eine richtig hohe Erfolgsrate, wenn wir den haben wollen. So, dann müssen wir noch ans Gehege ein Tor bauen. Das kommt hier hin. Und wir brauchen Wasser. Wasser ist ganz wichtig und Essen. Wasser und Essen ist ganz wichtig. Setzen wir ein Essensding hier hin. Eins da. Zwei Stück reichen dicke aus für einen Indominus Rex. So, und dann tun wir das ganze Wasser hier erstmal. Machen wir hier so einen kleinen, ja, so ein kleiner See. Der reicht vollkommen aus. So, und dann gehen wir mal auf Dinosaurier ausbrüten. Und da seht ihr es auch schon in lila, der Indominus Rex. Den tun wir jetzt noch genmodifizieren. Da haben wir einige Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir geben ihm auf jeden Fall das Savannenmuster. So, dann bei der Belastbarkeit. Da gucken wir jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir machen erstmal besonders effizientes Blut. Dann bei der Verteidigung gucken wir jetzt mal. Zähigkeit der Haut. Aggressives Verhalten. Gehirn, ja, damit könnten wir die Lebenserwartung auf jeden Fall nochmal erhöhen. So, dann gucken wir mal. Hier gibt es noch das mit den Zähnen. Damit erhöhen wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was. Ja,
Machen erstmal Härte der Zähne. Dann hier wieder das mit dem Gehirn. Dann geben wir ihm wieder bessere Zähne. So, mehr sollten wir auch nicht machen. Ja, der kostet jetzt schon 6 Mille. Hat 41% Lebensfähigkeit. Aber bevor wir den jetzt erstmal ausbrüten, wir benutzen jetzt erstmal, wir gehen erstmal ins Forschungszentrum. Und zwar werden wir jetzt das forschen. Das forschen. Damit wir die Sachen nämlich auf Stufe 3 haben, die ich jetzt bei ihm reingesetzt habe. Ja, das ist auch die letzte Stufe fast. Nein, bei den Zähnen können wir sogar noch einmal forschen. Aber dann kriegt er nochmal eine bessere Bewertung. Das heißt, er zieht nochmal mehr Leute an. Und das ist das Wichtige. So, den Kram können wir alles verkaufen, den ganzen Krempel hier. So, dann haben wir hier auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen ein paar Genome zum Extrahieren. So. Und dann gehen wir wieder hier schön auf Expedition. Sehr geil. Und da kriegen wir dann nämlich jetzt auch mal wieder ein bisschen noch was raus. Das ist schon mal gut hier. Wir sind jetzt bei 3,1 Sternen mit der Bewertung. Das ist auch nicht schlecht. Wie viel Gewinn fährt der Park? Ah, mittlerweile 439.000 in der Minute. Das ist gut. Das heißt, jetzt sparen wir alles an, damit wir uns dann den Indominus Rex leisten können, ja. Dann kriegen wir den nämlich auch zu 100% und der wird auf jeden Fall richtig reinknallen, ja. Der hat eine Bewertung von 461, den Ceratosaurus als Beispiel, der hat 178, ja. Also der ist schon fast, kann man sagen, fast dreimal so hoch von der Bewertung. Der wird auf jeden Fall ordentlich ziehen. Wir könnten natürlich auch noch mal ein bisschen mehr reinmachen, aber das Problem ist, ich will bei 6 Millionen Dollar nicht das Risiko eingehen, dass uns das Exemplar kaputt geht. Das will ich auf gar keinen Fall, Leute. Deswegen machen wir den erstmal nur auf 41% von der Chance her. Ja, jetzt haben wir fast hier eine, also jetzt haben wir ja eine 100%ige Chance und wir haben auch eine relativ gute Lebenserwartung mit 103. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Kann man so lassen. Ne? Und dann werden wir schauen. So. Ich muss auf jeden Fall noch diesen Carnotaurus-Genom besorgen. Da müssen wir mal schauen. Habe ich überhaupt hier auf der Karte Expedition, wo ich das kriege? Mal gucken kurz. Carnotaurus. So wie das aussieht, haben wir das gar nicht. Dann kann ich nämlich überlegen, dass ich diesen Auftrag direkt wieder abbreche. Ja, den tun wir erstmal beenden. Dann nehmen wir einen neuen Auftrag von ihm an. So. Ich hab mir das angesehen. Sollten Sie hier Dinosaurier ausbrüten. Ja, das kriegen wir easy hin nebenbei. Das ist so wie mit der Bewertung. Ja, jetzt ist das halt ein bisschen Geldgespare, ne? Wir müssen jetzt halt warten, bis wir die Kohle zusammen haben, um uns den Indominus leisten zu können. Also 6,2 Mille müssen wir haben. Das ist das Wichtige. Wir müssen auf 6,2 Mille müssen wir kommen. So, die kommen jetzt von der Expedition zurück. Sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall wieder gut was an Zaster gemacht. Kriegen wir die auch direkt wieder los. So, dann gucken wir mal eben. Die billigen tun wir jetzt erstmal zuerst extrahieren. Okay, den haben wir fertig. Kingosaurus, der ist jetzt bei 91. Machen wir erstmal nur die billigen Teile fertig. Den können wir auch hier wieder verkaufen. 27.000, dann tun wir die extrahieren. Sehr schön. Da sind wir jetzt schon fast bei 2 Mille. Ich denke mal, wenn wir am Ende des Videos angekommen sind, haben wir so unsere 3 bis 4 Mille fertig. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich den Indominus Rex endlich bauen können, Leute. Dann kommt endlich der Indominus Rex. Ich weiß gar nicht, was wir für den, wie heißt er? Es gibt ja noch den anderen genetisch manipulierten hier, den Indoraptor benötigen, genau, da müssen wir auf Isla Sorna, müssen wir die letzte Mission haben bei Sicherheit, den höchsten Wert fast. Und dann können wir den auch forschen, ja, genau, können wir den Indoraptor machen. Geile Sache. So, die Forschung ist auch fast abgeschlossen von der Gehirnlappenhaltung da. Okay, er geht jetzt was runter, klar, weil, jetzt die Härte der Zähne natürlich noch besser geworden ist, ne? Das heißt, wir müssen das jetzt einmal rausnehmen, dass der Nuller-Gen drin hat. Kann nämlich sein, dass jetzt gleich, wenn das mit dem Gehirnalterung fertig ist, dass der dann nochmal einen ziemlichen Schub kriegt, dass der nach unten geht. Müssen wir mal gleich drauf achten. So. Okay. 2,3 Mille haben wir schon mal zusammen. Unsere Expeditionen kommen auch gleich zurück.
Forschung ist jetzt auch so gut wie fertig, ja. Dann können wir nämlich mal schauen. Ja, seht ihr, der ist jetzt bei 39. Da will ich gar kein Risiko eingehen, Leute. Da machen wir das ganz einfach. Da hauen wir hier einen Nuller rein. Und dann können wir hier nochmal die Härte der Zähne mit reinnehmen. Der hat dann zwar jetzt eine Lebenserwartung von 95, aber wir haben 43 hier. Und der hat eine Bewertung von 472 auf jeden Fall. Das reicht vollkommen aus. So. Können wir wieder hier ein bisschen was verkaufen. Ah, Schokingosaurus, okay. Ja, erstmal die billigen Sachen hier extrahieren. Dicke leisten können. Können wir verkaufen. Okay, dann können wir die wieder auf Expedition schicken. Ja, wir sind jetzt schon bei 3 Mille. Geht jetzt relativ zügig, ne? Wenn die jetzt gleich einmal ordentlich was mitbringen, dann werden wir da relativ schnell hochkommen auch. Waren auch gute Einnahmen mit dem Park, also das ist schon richtig gut. Machen jetzt pro Minute 400.000. Das heißt, ich werde in dem Video auf jeden Fall noch 1,6 Mille dazu kriegen. Dann sind wir hier bei 3,3, 4,3. Ja, ich habe ja gesagt, 4 bis 5 Mille. Im nächsten Part können wir dann auf jeden Fall den Indominus bauen. Je nachdem, was jetzt noch die Expeditionen mitbringen, geht das halt noch besser, ne? Und danach werden wir hier schön die Läden voll kriegen. Da muss ich mal gucken, ob ich hier auch noch ein paar Läden hinbekomme. Sollten auf jeden Fall überlegen, ob wir ein Hotel bauen. Problem sind die Plätze hier. Du hast hier so wenig Platz, ne? Das ist richtig abnormal. Sollten wir das Hotel dann hier hinbauen? Ich glaube, das machen wir auch jetzt direkt schon mal, Leute, weil das bringt uns nichts, wenn wir den Indominus Rex nachher haben. Und der den ganzen Park überfüllt und wir dann nicht mal genug Platz für die Gäste haben. Weil ich denke, von der Kapazität her, ja, ist unser Park nämlich schon richtig, richtig heftig überfüllt. Ja, geringe Kapazität. Da müssen wir nämlich drauf achten, dass wir da ein bisschen mehr haben. Wir haben jetzt hier schön nämlich schon 2 Gehege, dann kommt hier noch der Indominus Rex. Hier oben wollte ich ja das Pflanzenfressergehege hinbauen, ja. Da werden wir dann schön mit Türmen arbeiten müssen. Ich hoffe, dass das passt. Und dann kommen hier nämlich nochmal vielleicht ein Hotel hin und danach ist der Park schon so gut wie vollgestopft. Also wir werden da nicht nochmal mehr viel hinbekommen, ey. Das ist richtig übel. So. Gucken wir mal ganz kurz. Die Expeditionen kehren auch gleich zurück. Sehr schön. Ja, forschungsmäßig müssen wir dann nur noch die Sachen hier erforschen. Und dann sind wir auch durch, ja. Und dann müssen wir nur noch die ganzen Missionen hier machen. Wenn wir die fertig haben und die 5-Sterne-Bewertung, dann können wir endlich auf die letzte Insel gehen, Leute. Dann ist es bald schon soweit. Dann haben wir es bald geschafft hier. Kaufen. 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 Gucken wir erstmal, Shukingo haben wir hier auch wieder mit dabei. Können wir auch verkaufen. Extrahieren, extrahieren, extrahieren und das hier auch extrahieren. So, und dann schicken wir die wieder auf Expedition natürlich direkt, ne, unsere Grabungsteams. Vielleicht haben sie Erfolg, wo andere vor ihnen gescheitert sind. Aber die Dinos lernen auch dazu. So. Jetzt können natürlich mehr Besucher in den Park, was bedeutet, wir machen mehr Einnahmen, Leute. So denken wie sie. Das wird sich also ausgleichen jetzt auf kurz oder lang. So, Auftrag abgeschlossen. Ich sag das mal so frei heraus. Wir beide sind ein bärenstarkes Team. Sehr schön. Okay, und jetzt kriegen wir den ersten Auftrag. Ja. Erreichen Sie eine Gesamtbesucherzahl von mindestens 1000. Hey, wenn dieser Ort ein Manifest der Evolution sein soll, dann dürfen sich unsere Anlagen auch entwickeln, oder? Ich denke, dazu lässt sich nur ein Ja sagen. Oh, wir müssen einen T-Rex mit einer Bewertung also von 300 ausbrüten. Stimmt's? Ich glaube, ein T-Rex kann man nicht beim Indominus Rex mit reinhauen. Dann sollten wir den zuerst hier reinmachen. Dann müssen wir jetzt erstmal den Auftrag erfüllen, Leute. Unsere Mission hier ist, den Park zu erneuern. Aufregender zu gestalten. Da müssen wir jetzt erstmal einen T-Rex hier reinhauen in das Gehege. Damit wir den Auftrag fertig bekommen, Leute. Dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich doch noch nicht den Indominus Rex machen können. Aber ist halb so wild. Der kostet 5 Mille, Alter, ey. Also probieren wir was Neues. Wir brauchen mehr Warmblüter, die durch Drehkreuze gehen. Und oder wir machen den T-Rex halt hier in das Gehege. Ich weiß nur nicht, ob ihm das zu klein ist bei den Dilos. Das ist die Sache. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Wir hauen den einfach da rein, wir können ihn ja umverlagern dann.
Könnte interessant werden. Aber guckt euch das mal an, wie hoch unsere Bewertung schon gegangen ist. Und wenn wir jetzt noch dann den Indominus haben, das ist voll einfach, hier die 5 Sterne dann zu bekommen, Leute. Gut, dann würde ich auch sagen, wir sind erstmal für heute am Ende der Folge angekommen, meine lieben Freunde. In der nächsten Folge werden wir dann weitermachen. Da werden wir dann schauen, dass wir den Indominus Rex quasi ausgebrütet kriegen. Und die sind uns ja richtig am Zulabern, also den Indominus Rex, sag schon, den T-Rex. Und dass wir den Unterhaltungsauftrag fertig bekommen. Ich glaube, in der Unterhaltung, ja, es gibt jetzt auch nur noch die eine Sache, die wir dort freischalten können. Da werden wir auf jeden Fall auch drauf hinarbeiten. Ich könnte übrigens mal gucken, dass ich eben schnell noch einen neuen Auftrag annehme. Ja, und hier haben wir noch Fossilien. Die können wir auf jeden Fall noch nehmen und verkaufen. So, und den Chuchingosaurus, den müssten wir jetzt eigentlich auch bald dann... Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Bowlingbahn. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag... Müssen wir eigentlich auch jetzt bald schon haben hier, ne? Aber der hat keine Genome von dem gefunden. Dann können wir die direkt wieder auf die Expedition schicken. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann aktiviert auf jeden Fall die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Jurassic World Evolution. Also, bis dahin, haut rein. Tschüss zusammen!